Mein Tag daheim bei Goldrosi, ein Star, der sich nicht wichtig nahm. Der erste Termin hat sich fast angefühlt wie ein Besuch bei Freunden. Er war bei Rosi Mittermeier daheim in Garmisch-Partenkirchen. Sie und ihr Mann Christian Neureuther baten ins Esszimmer an den Tisch mit der Echbank. Der Anlass war ein Jubiläum. 20 Jahre zuvor hatte sie bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck die Abfahrt und den Slalom gewonnen, war zur Goldrosi geworden für eine ganze Nation. Rosi Mittermeier fand eigentlich nicht, dass dieser Jahrestag eine größere Erwähnung verdienen würde. Aber sie erzählte dann doch von damals, kam von einem zum nächsten, und was ihr nicht einfiel, fügte Christian Neureuther hinzu. Es war mehr Unterhaltung als ein Interview für diese Zeitung, und die Stunden vergingen. Irgendwann war Mittagszeit, die Kinder kamen von der Schule. Wie selbstverständlich wurde man gebeten, zum Essen zu bleiben. Dass es nur kalten Schweinebraten gab, war Rosi Mittermeier auch Jahre danach noch peinlich. Als Felix Neureuther 2010 sein ersten Weltcuprennen gewann, sorgte sie sich erst einmal um seine Gesundheit. Am Mittagstisch saß auch ein fröhlicher Bub von knapp 12 Jahren, Sohn Felix. Er versuchte, eine mittelprächtige Schulaufgabennote dem Papa als Erfolg zu verkaufen. Es gelang ihm nicht ganz. Die Mama sah das etwas entspannter. Die fand sowieso, es sei viel wichtiger, dass es Felix gut ginge, dass er gesund und glücklich sei. Das war Rosi Mittermeier. Kein getriebener Mensch, der sich über Medaillen und Trophäen definierte. Sie suchte nicht den Erfolg, aber vielleicht gerade deshalb fand der Erfolg sie. Als Felix Neureuther 2010 in Kitzbühel sein ersten Weltcuprennen gewann, sorgte sie sich erst einmal um dessen Gesundheit, weil er in dünnen Turnschuhen lange im Schnee stehen musste. Dass er gewonnen hatte, aus dem Schatten der so erfolgreichen Mama getreten war, spielte in diesem Moment überhaupt keine Rolle. Rosi Mittermeier sah immer in erster Linie den Menschen und dann erst den Sportler oder die Sportlerin. Immer das Positive zu sehen, ist auch etwas, was bleibt von Rosi Mittermeier. Seine Frau, sagte Christian Neureuther vor ein paar Jahren, sei das Wertvollste, was mir der Sport gegeben hat, stets freundlich, immer bescheiden, geerdet, offen und mit einer riesigen Herzlichkeit gesegnet. Bei den vielen Gesprächen im Esszimmer oder auch einmal auf der Terrasse bei Kaffee und Kuchen mit Blick auf die Zugspitze ging es meistens ums Skifahren. Aber oft einfach über die Menschen, über Freundschaften, über das Leben. Sie habe viel Glück, sagte Rosi Mittermeier oft. Ein schlechtes Wort über andere war nur ganz, ganz selten zu hören. Immer das Positive zu sehen, ist auch etwas, was bleibt von Rosi Mittermeier. Wenn Rosi Mittermeier von ihrer Kindheit erzählte, leuchteten ihre Augen noch mehr als sonst. Obwohl sie mittlerweile weit gereist war, viel gesehen und erlebt hatte, schien sie immer ein wenig die Rosi von der Winkelmoosalm geblieben zu sein. Auf dem Schoß vom Papa hatte sie in einem Hotel im Skigebiet 1954 das Finale der Fußball-WM 1954 gesehen. Später wurde der Kapitän der Mannschaft, Fritz Walter, ein guter Freund der Familie. Die Tage von Innsbruck haben Rosi Mittermeiers Leben verändert, aber nicht sie selbst. Als sich anlässlich ihres 70. Geburtstages Verwandte und Freunde aus Reit im Winkel einen Bus mieten wollten, um mit ihr eine kleine Party zu feiern, lehnte sie ab, fuhr mit ihrem Christian lieber in die Berge. Den Rummel um sich wollte sie nicht. Sie sagte damals, sie habe doch jeden Tag Geburtstag, weil es mir gut geht. Rosi Mittermeier nahm sich nie wichtig und war gerade deshalb ein Vorbild.